Mitfavorit Kroatien hat bei der Handball-WM in Deutschland und Dänemark die Hauptrunde erreicht. Der zweimalige Olympiasieger setzte sich in München im Balkan-Derby gegen Mazedonien souverän mit 31:22, 16:11 durch und machte durch den dritten Sieg im dritten Spiel das vorzeitige Weiterkommen perfekt. In der Hauptrunde könnte der Ex-Weltmeister auf Deutschland treffen. Für den EM-11. Mazedonien war es nach Siegen gegen die Außenseiter Japan 38:29 und Bahrain 28:23 die erste Niederlage in der Gruppe B. Kroatien verteidigte vor 9.800 teils frenetisch feiernden Zuschauern in der Olympiahalle konsequenter. In einer fair geführten Begegnung verzückte vor allem Torhüter Marin Sego die Fans mit vielen Paraden. Domagoj Stupnjak vom THW Kiel war mit 6 Toren der beste Werfer der Kroaten. Zuvor hatte Island gegen Bahrain den ersten Sieg bei dieser Weltmeisterschaft gefeiert. Das Team von Trainer Gudmundur Gudmundsson gewann mit 36:18, 16:10. Arnór Thór Gunnarsson vom Bergischen HC war mit 8 Treffern bester Werfer. Deutschland verpasst vorzeitigen Einzug in die Hauptrunde. In Gruppe A verpasste Deutschland den vorzeitigen Einzug in die Hauptrunde beim Remis gegen Russland. Mit einem Sieg wäre das DHB-Team nicht mehr von einem der ersten 3 Plätze zu verdrängen gewesen. Grund dafür war die Schützenhilfe aus Brasilien. Die Südamerikaner hatten zuvor einen 24:22, 14:11 Erfolg gegen Serbien gefeiert.